zurück auf dein Zimmer. Willst du mich echt einen Monat da oben einsperren? Ja, will sie. Taylor. Schätzchen, du musst wirklich auf dein Zimmer gehen. Dad hätte dir niemals erlaubt, mir für sowas bescheuertes Hausarrest zu geben. Kriege ich morgen wieder meinen Laptop? Ja. Wirst du dein Profil löschen? Soll das heißen, ich habe keine Wahl? Das heißt, ich vertraue darauf, dass du die richtige Entscheidung fällst. Und wer sagt, dass das die richtige Entscheidung ist? Weißt du, alle an meiner Schule sind auf der Seite. Ich hatte einfach nur Spaß. Eric hat mir das alles verdorben. Ehrlich, Mom. Ich wünschte, du würdest mir vertrauen. Und nicht nur so tun, als ob. Nein, ich werde mich nicht aufregen. Es ist mir egal, was Sie denken. Genau das hat James ihr gestern Abend geschrieben. Hier ist mein Handy. Lies mal. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon ewig. Du lässt mich dahin schmelzen? Ist der Junge von dieser Welt? Ich weiß nicht, dass ich das auch noch unterstütze. Ja, wieso unterstützt du es? Ich finde es gut, dass du den Unterschied siehst zwischen einem aufrichtig netten Jungen und einem, der nur mit dir ins Bett will. Moment, stehst du nicht mehr aufs Kopf? Daraus wäre nichts geworden. Wieso nicht? 13 Nachrichten, das sind ganz schön viele. Schon, aber bei ihm habe ich immer das Gefühl, ich müsste mich verstellen, damit er mich mag. Und James mag mich einfach so, wie ich bin. Jetzt brauche ich nur meinen Laptop wieder, damit ich ihm antworten kann. Siehst du, das klingt nach Liebe. Schon möglich. Oh, Sekunde, ich brauche Ketchup. Oh, Entschuldige, ich wollte mir nur Ketchup holen. Ich mir auch. Ich wollte dich eigentlich nach dem Mittagessen suchen. Tatsächlich? Ich habe gehört, jemand hat dein Profil gehackt. Das ist mir auch mal passiert. Ja. Das war echt übel. Mein Bruder war es. Das ist das Schlimmste daran. Oh Mann, dein Bruder? Wirklich? Ja. Soll ich ihm dafür den Haken verpassen? Ja, oder? Bitte, gern. Nein, aber im Ernst, ich wollte dich suchen und fragen, ob du vielleicht Lust hast, mit mir auf den Schulball zu gehen. Du meinst als dein Date? Wenn du schon eine Verabredung hast, ist das cool. Ich nein! Ich meine, ja. Ich meine, nein, ich habe keine Verabredung und ja, ich gehe mit dir hin. Ja? Okay, ja. Cool. Dann schick mir doch eine Nachricht mit deiner Nummer. Okay, klar. Warum hast du gesagt, dass du keine Verabredung hast? Wir drei wollten zusammengehen. Komm schon, freu dich doch für sie. Ja, umgekehrt würde ich mich sehr für dich freuen. Vor einer Minute standst du noch auf James. Aber vielleicht gefällt er mir gar nicht im wirklichen Leben. Ketchup? Ja, danke. Ketchup. Ich verrate dir mal was über Scott. Charlie hat ihm gesteckt, dass wir Sex hatten. Und weißt du, was er getan hat? Er hat gelacht. Er wird dir wehtun, Taylor. Nur weil du abserviert worden bist, bedeutet das nicht, ich werd's auch. Danke. Rate mal! Steig aus! Dein Vater hat angerufen? Nein. Entschuldige, blöde Frage. Wieso bist du so aufgeregt? Scott hat gefragt, ob ich mit ihm auf den Schulball gehe. Das ist wundervoll, Schätzchen. Kann ich jetzt meinen Laptop wieder haben? Gut. Na schön. Was macht ihr denn hier? Cheyenne wollte, dass ich sie hierher fahre. Du hast es noch nicht gesehen? Nein, was? Deine Pinnwand? Nein, ich wollte eben reinschauen. Wieso schreibt Lindsay wieder fieses Zeug? Nicht Lindsay. Dieser James, den du so nett gefunden hast. Er schreibt, er hat mit dir geschlafen und sich dabei was eingefangen. Eine Geschlechtskrankheit. Du bist wirklich eine dreckige Hure, hab's mit dir getrieben, jetzt hab ich eine Treppe. Was? Wen überrascht? Sie ist eklig. Sie riecht förmlich nach Treppe. Bitte, viel Geld, dass sie auf Herpes hat. Kein Wunder, dass sie stinkt. Ich fand sie schon immer zum Kotzen. Sie ist ein Loser.
Trüpper. Dreckige Hure. Eklig, haltet in ihrer Gegenwart die Luft an, sonst stinkt